So, ich würde jetzt erstmal gerne fragen, wer von euch ist denn Student? Einmal bitte kurz Handzeichen geben. Wer ist kein Student? Verdammt. Okay. Stellt euch für einen kurzen Augenblick vor, ihr seid fertig mit dem Studium. Ihr habt eure Bachelorarbeit geschrieben, vielleicht eure Masterarbeit oder Diplom. Manche studieren auch so lange, geht natürlich auch. Ihr habt einen neuen Job, einen richtig geilen Job. Ihr habt im Lotto gewonnen, ihr habt jetzt richtig Geld, steht auf, schreibt nochmal eurem Kollegen, weil ihr macht eine Fahrgemeinschaft. So, dann macht ihr Kaffee, ruft vielleicht nochmal eure E-Mails ab und steigt in euer Auto. Fahrt zum Kollegen. Ihr holt den Kollegen ab und fahrt zur Arbeit. So, jetzt denkt nochmal kurz drüber nach. Wie viele DSPs könnten denn Mit wie vielen DSPs hättet ihr denn oder könntet ihr denn agiert haben? In etwa. Also, ich frage jetzt mal von 0 bis 10, bitte Handzeichen. Okay, 2, 3, 4. Von 10 bis 20? Okay. Mehr als 20? Alles klar. Ich habe mir das gestern Nacht, als ich nicht schlafen konnte, habe ich mir das mal durchgerechnet und bin irgendwie auf 53, 54 DSPs gekommen. Weil ab dem Moment, in dem ihr in euer Auto steigt, habt ihr oder interagiert ihr unwissentlich mit 30, 40 DSPs, die Fahrtenregulierung machen, die den Tempomat bedienen, die die Zündung und so weiter steuern. Und das Schöne an den DSPs ist, ihr merkt es nicht. Sie tun einfach ihre Arbeit, ohne dass ihr es wisst, ohne dass ihr es bemerkt. Und das finde ich als Elektrotechniker eigentlich relativ schade. Weil ich bin der Typ, der die Dinger designt. Ich bin der Typ, der die Dinger programmiert. Und meine Arbeit seht ihr einfach nicht. Sie funktioniert einfach. Dementsprechend haben relativ wenige Leute Ahnung von DSPs. Es gibt Spezialisten auf dem Gebiet, aber die meisten haben schon mal von gehört. Einige haben es schon mal probiert. Andere haben es wieder hingeschmissen und haben einfach gesagt, boah, das ist mir einfach zu komplex. Aber DSPs sind gar nicht so komplex und das versuche ich den Leuten immer und immer wieder, wenn sie fragen, hey, was machst du denn? Ja, ich mache ein bisschen DSP, ein bisschen hier, ein bisschen Funkamateur-Zeug. Versuche es ihnen immer wieder und immer wieder zu erklären, DSPs sind nicht so hart, wie sie klingen. Deswegen mache ich auch den Talk heute, um euch vielleicht ein bisschen zu motivieren, mit DSPs anzufangen oder vielleicht mal ein bisschen euch einzulesen in das Thema. So. Für wen ist dieser Talk? Dieser Talk ist für euch. Dieser Talk ist für euch, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr Lust habt, was zu lernen. Und dieser Talk ist eben nicht für euch, wenn ihr schon wisst, wie ein DSP funktioniert, was ein DSP ist, was ein DSP macht und vielleicht die Mathe ein bisschen dahinter versteht. Andere Spezies sind davon auch ausgeschlossen. So, was braucht man für DSPs? Ein bisschen E-Technik wäre vielleicht vonnöten. Immerhin arbeitet ihr mit Signalen. Ich hatte den Talk ursprünglich auf 60 Folien gepusht und habe dann gestern irgendwie 30 wieder rausgeschmissen. Dementsprechend ist dieser Slide jetzt in seinen Anforderungen relativ gesunken. Ihr braucht vielleicht ein bisschen Electrical Engineering Knowledge, also müsst wissen, wo Plus und Minus bei einer Batterie ist. Ein bisschen C solltet ihr können oder eine andere Programmiersprache. Es kommt nämlich genau ein Code-Sample vor, zwei. Und ein bisschen Mathe, weil DSP oder das Feld der digitalen Signalverarbeitung besteht auch aus ein bisschen Mathe. So, Integration, Summation und so weiter. Setze ich voraus, kann ich aber gerne nochmal erklären oder werde ich nochmal ein bisschen erklären. Also, warum wollen wir überhaupt DSPs benutzen? Wir hatten vorhin einen richtig genialen Vortrag über den Gitarrenbau von unserem Herrn Couchsurfer. Couchsurfer hat seine Gitarre gebaut, steckt die Gitarre jetzt ein und sieht, oh shit, oder hört, oh shit, er hat irgendwo 50 Hertz Brummen oder 60 Hertz Brummen, irgendein Störgeräusch auf dem Gitarrensignal. Das heißt, wenn er spielt, hörst du irgendwo brrrt oder bzzzt, irgendwie sowas. Das ist eine Standardapplikation für ein DSP. Wie kann man das Ding lösen? Klar, wir legen einfach einen Filter drüber. Wie legen wir einen Filter drüber? Wir gucken einfach mal, wir nehmen mal an, er hat keine Ahnung von irgendwas, guckt im Internet.
sieht, okay, Filter sind eigentlich relativ einfach. Wir haben eine Spannungsquelle, wir haben einen kleinen Widerstand und wir haben einen Kondensator. So, Kondensatoren sind frequenzabhängige Widerstände. Je größer die Frequenz wird, desto kleiner wird der Widerstand. Und dementsprechend wird U0 kleiner. Das Signal, was rauskommt, wird halt kleiner mit größer werdender Frequenz. Okay, Couchsurfer denkt, jo, ist schon okay. Es reicht aber leider nicht, weil, ja, das Signal ist laut. Irgendjemand stört halt. Okay, was macht er? Er hängt nochmal einen zweiten Tiefpass dahinter. Jetzt spielt er seine Gitarre und denkt sich, es klingt nicht so geil. Warum? Weil der zweite Tiefpass belastet den ersten Tiefpass und verändert dadurch wieder die komplette Charakteristik von dem ganzen Ding. Er sucht weiter und findet diese Schaltung. Das ist eine Standardschaltung für einen Tiefpass. Das sind einfach zwei Verstärker, die den einen Tiefpass vom anderen Tiefpass entkoppeln. So. Ja, soweit ganz okay. Aber das Problem ist, es ist nur ein Channel. Und wir haben nur eine Frequenz. Und wir können einfach nichts einstellen. Gut, wir könnten mehr hinzufügen, mehr Bauteile. Das Problem ist, es wird relativ komplex. Das ist jetzt ein kleines Regelnetzwerk. Das ist ein kommerzielles Produkt. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, für zwei oder für ein Stereokanal Eingang, bisschen Phasenregelung, bisschen Tiefen, Mitten und Höhen und am Ende noch die Lautstärke. Und wir sehen, es wird schon sehr komplex. Das Problem ist, was ich gerade gezeigt habe, kann wirklich nur die Funktion. Tiefenregeln, die Höhenregeln und die Mittenregeln und hinten noch lauter und leiser machen. So, dementsprechend haben wir auch eine relativ festgelegte Funktionalität. Von USB brauchen wir eigentlich gar nicht zu träumen. Falls wir da mal irgendwo digital aufnehmen müssen oder wiedergeben müssen oder irgendwas einspielen, das können wir total vergessen. Dann haben wir ein Board, das ist dann irgendwie so groß. Klar, das funktioniert, wenn wir so ein Rack haben und da unsere Instrumenten, Verstärker und so weiter einschieben können. Wenn wir allerdings ein portables Setup oder sowas haben, dann wollen wir das Ganze auf diese Größe hier reduzieren und dann wird es halt schon relativ nervig, da das Platinenlayout für zu machen. Zudem haben wir relativ hohe Anforderungen an unsere Power Supply, an unsere Spannungsversorgung, weil alles, was wir hier am Power Supply an Rippeln haben, an Störungen haben, geht direkt in unser Signal ein. Zwar mit einem gewissen Faktor, aber es geht direkt ins Signal ein. Und wenn bei Analog einmal was versaut ist, dann ist es versaut. So, zum Beispiel Schallplatte. Wenn die Schallplatte irgendwo einen Sprung hat, man kann es nicht wieder reparieren. Deswegen können wir das Ganze, oder überlegen wir uns das Ganze, machen wir es digital. Dadurch reduzieren wir im Prinzip die Komplexität und schieben alles, was wir haben, in die Software rein. Genauso wie beim Vortrag SDR, Software Defined Radio, das hat den gleichen Ansatz. Wir nehmen einfach diese ganze Komplexität von unserer analogen Elektronik und schieben es einfach in die Software. Die Software können wir ändern, die Software können wir bearbeiten. Ja, und wir lösen uns einfach komplett von unserer analogen Elektronik. Ein paar Komponenten brauchen wir natürlich schon. Wir haben hier zum Beispiel den ADC. Ich habe hier jetzt mal 4 eingezeichnet. Das wäre zum Beispiel für 2 Stereokanäle gültig. Dieses Signal geht in den DSP. Der DSP macht da irgendwas mit und dann geht es wieder raus an den DAC, an den Digital-Analog-Konverter. So, unser Couchsurfer denkt sich jetzt, ja, ist ganz cool. Ja? Aber was macht ein DSP eigentlich so speziell? Ohne weiteres Wissen schauen wir uns das jetzt mal an. Wir wollen möglichst viel Leistung, also die brachialste Leistung, die wir kriegen können. Wie kriegen wir die? Entweder über eine hohe Clock Rate oder über mehrere Kerne verteilt. Das ist der Ansatz, den wir gerade bei PCs sehen. Wir haben 2, 4, 8, 16, 32, 128 Kerne. Wir wollen viel Speicher, klar, könnt ihr mal irgendwo sein, dass wir irgendwo einen Filter speichern wollen oder ein größeres Programm oder sonst noch was. Was wollen wir noch? Wir müssen die Signale irgendwo rein und rauskriegen. Dementsprechend brauchen wir Interfaces. Interfaces für Audio rein und Audio raus.
Dann gibt es wieder so Chips, die haben den ADC und den DAC, also Analog-Digital und Digital-Analog-Wandler, integriert. Brauchen wir das? Brauchen wir es nicht? Gibt es dafür spezielle Chips? Ja, die gibt's. Das heißt, eventuell brauchen wir da noch einen weiteren Chip. Dann haben wir noch das Problem, nehmen wir jetzt Festpunkt oder Floating Point? Wissen wir auch noch nicht so unbedingt. Und natürlich, das ganze Ding soll portabel sein, soll von USB aus rennen. Dementsprechend muss es klein, leise und wenig Leistungsaufnahme haben. So, jetzt schauen wir uns den DSP kurz an. Wie sieht eine normale CPU aus? Eine normale CPU hat einen Rechenkern und hat Speicher. Das ist Standard. Wir nutzen momentan oder relativ häufig die von Neumann-Architektur. Die von Neumann-Architektur hat Eingabe, Ausgabe und Speicher und also Programmspeicher und Datenspeicher hintereinander. So, DSPs haben das teilweise auch, oft aber nicht. DSPs haben oben Programmspeicher und unten den Datenspeicher. Die trennen das also. Dann normale Rechner, normale Mikroprozessoren haben normalerweise einen Rechenkern, vielleicht sogar zwei. Was wir hier haben, ist eine Aufteilung. Wir sehen hier L1, S1, M1 und D1. So, M sind Multiplikatoren, L ist die Logical Unit, S ist die Storage Unit, glaube ich, und D ist die Data Unit. Die erfüllen alle unterschiedliche Funktionen. Es sind alles ALUs, also arithmetisch-logische Einheiten, aber jede Einheit hat einen anderen Instruction Set, die können ein bisschen was anderes. So, wie programmieren wir das Ganze? Das wird so programmiert, und zwar nehmen wir da, oder heißt das Ganze Very Long Instruction Word. Normalerweise haben wir das so, dass wir eine Anweisung für die CPU haben und danach unsere Daten. Hier haben wir ganze 8 Anweisungen, weil L1, M1, S1 und D1 haben wir und das Ganze haben wir nochmal gespiegelt. Das heißt, wir haben 8, in Anführungszeichen, Kerne, die wir füttern müssen. Und diese Kerne können alles parallel abarbeiten. Was wir hier tun, im Gegensatz zur superskalaren Architektur, ist, wir reduzieren die Komplexität, die wir in unserem Chip auf dem Silikon selber haben und schieben die in den Compiler. Wir machen also genau das Gleiche, was wir auch vorher mit unserem Programm machen wollten. Wir lagern die ganze Hardware-Geschichte in die Software um. Warum tun wir das? Superskalare CPUs haben eine relativ lange Pipeline und entscheiden im Endeffekt aufgrund der Daten, die sie reinbekommen, was wird zuerst wie abgearbeitet? Und also parallel abgearbeitet. Und was können wir parallel abarbeiten, was können wir nicht parallel abarbeiten? So, in einem DSP regelt es normalerweise der Compiler, weil der Compiler zur Compilezeit schon weiß, okay, der Benutzer wird es so oder so oder so machen. Es gibt mathematisch nicht unbedingt viele Möglichkeiten, wie wir da rumtricksen können. Dann habe ich hier noch ein Beispiel für einen Assembler-Befehl angehängt. Dieser Assembler-Befehl oder diese 8 Assembler-Befehle werden parallel abgearbeitet. Also so sieht im Endeffekt Assembler für ein DSP aus. Glücklicherweise haben wir mittlerweile gute Compiler und brauchen sowas nicht mehr zu schreiben. So, was haben wir noch bei einem DSP? Wir haben Multiply-Accumulate-Einheiten. Es ist mathematisch so, dass wir oft Dinge multiplizieren müssen und dann addieren müssen, das Ergebnis addieren auf ein vorhergehendes Ergebnis. Dementsprechend haben wir dafür separate Hardware-Einheiten. Die nennen sich eben MAC, also Multiply Accumulate. Und das funktioniert im Prinzip so, dass wir die normalen Floating-Point-Instruktionen in die Hardware-Unit auslagern. Das heißt, wir haben im Endeffekt einen Assembler-Befehl, Multiply und Accumulate, der wird dann in 2 Clock-Zyklen ausgeführt. Mehr müssen wir uns gar nicht kümmern.
Diese Multiply Accumulate Einheiten haben auch eine Spezialität oder sind ein bisschen speziell. Das Ergebnisregister ist brutal lang. Das werden wir nachher auch sehen, warum. Und wenn wir zum Beispiel 0xFF da drinnen geladen oder reingeladen haben, also maximaler, das Ding maximal voll machen, wir addieren noch eins dazu, was passiert bei einem normalen Register? Das Ding geht voll ins Negative. Also wir haben einen Überlauf im Endeffekt. Was diese Multiply-Accumulate-Register tun, ist einfach, sie klippen. Das heißt, sie bleiben zum Beispiel bei 0xFF in dem Beispiel. So, dann haben wir noch die Direct Memory Access oder den Direct Memory Access, das ist ein kleiner Coprozessor, der darauf spezialisiert ist, Daten von einem Speicherbereich in den anderen Speicherbereich zu laden. Warum? Überlegt euch, ihr seid auf einem normalen Rechner und ihr kopiert eine Datei. Solange ihr kopiert, könnt ihr nichts anderes tun. Würdet ihr einen Rechner kaufen? Nein, würdet ihr nicht. Ihr kopiert die Datei dadurch, dass ihr im Endeffekt einen DMA-Transfer anstößt und der dem Coprozessor sagt, okay, ich habe hier eine Datei von der bis zu der Memory Section, kopiere mir die mal in den Speicher. Und der Coprozessor macht es und befreit dadurch die CPU von irgendwelchen lästigen Kopiervorgängen. Macht Sinn, sehen wir später auch warum. DSPs haben außerdem noch ein Eventsystem, das relativ ausgeprägt ist. In normalen CPUs haben wir Interrupt-Systeme. So, Interrupt ist, keine Ahnung, das USB-Device wird eingesteckt und der USB-Controller generiert einen Interrupt. So, hallo, hey, neues USB-Device eingesteckt. So, dann muss sich die CPU drum kümmern. Was ist aber, wenn sich die CPU gar nicht drum kümmern müsste, eigentlich? Was wäre, wenn jetzt zum Beispiel das USB-Device eingesteckt werden würde und irgendeine andere Hardware-Einheit könnte sich drum kümmern? Dafür ist dieses Event-System da. Events sind im Endeffekt Interrupts, die die CPU nicht betreffen. Also es gibt Interrupts und es gibt Events. Interrupts können von jeder Peripherie abgefeuert werden und die betreffen die CPU. Also da geht die CPU, sagt die CPU, oh, ja, hier Ausführung halten und ich muss mich jetzt um diesen Interrupt kümmern. Events gehen die CPU komplett nichts an. Also Events werden zum Beispiel von der seriellen Schnittstelle zu einer anderen seriellen Schnittstelle oder von der seriellen Schnittstelle zur DMA gefeuert und die DMA weiß dann, oh, ich solle dies, das, dort, jenes tun. So, weiterhin haben wir die Kommunikationsschnittstellen mit der Außenwelt. Da ist I2S relativ groß. I2S ist das Inter-IC-Sound. Das ist ein Standard, der von, Gott weiß wem, irgendeiner großen Philips, der dann von Philips irgendwann mal aufgesetzt wurde. Da hat man normalerweise drei Datenleitungen. Das ist ein unidirektionaler Bus. Man hat normalerweise drei Datenleitungen. Einmal den Bit-Clock, einmal den Left-Right-Clock und einmal die Data-Line. So, der Bit-Clock ist synchron mit der Data-Line. Da werden die Daten übertragen. Und der Left-Right-Clock sagt einfach nur, wenn er high ist, wird die linke Seite, also audiomäßig jetzt, der linke Kanal übertragen. Und wenn es auf Low geht, wird der rechte Kanal übertragen. So, das Ganze kann man natürlich auch übertreiben und sagen, hey, warum brauche ich drei Lines für ein Stereosignal? Ich könnte drei Lines für x Stereosignale nehmen. Und da waren dann die MacBSP und MacASP, das sind die Multi-Channel, im Endeffekt die Multi-Channel I2S Kanäle oder Hardware-Einheiten, die dann im Endeffekt nichts anderes tun, als parallel Daten entgegennehmen und dann seriell rauszuschieben. Und dadurch kann man eben Streams multiplexen. Das heißt, man hat dann nur drei Leitungen und diese drei Leitungen können dann 8 Channel gleichzeitig übertragen. Gleichzeitig. So. Was wir vorher gesehen haben, war das Ganze für 2 Kanäle. Das, was wir hier sehen, ist im Endeffekt, das Große ist der DSP und die zwei kleineren Einheiten hier, das sind Codecs. Codecs beinhalten Digital-Analog-Konverter und Analog-Digital-Wandler. Jeder dieser Codecs hat 4 Eingänge und 8 Ausgänge. Zusammen sind es also 4 Stereo-Eingänge und 8 Stereo-Ausgänge. Um das analog zu realisieren, brauchen wir eine Menge an Hardware. Aber schauen wir uns erstmal an, wie das ganze Ding denn innen aussieht. Und da halte ich gern am Hackers Approach fest.
Wenn ich ein Arduino bekomme, was ist das Erste, was ich implementiere? Ich lasse eine LED blinken. Was ist das Zweite, was ich implementiere? Ich lasse eine LED ein- und ausfaden. Was ist das Dritte, was ich implementiere? Weltherrschaft. Genauso mache ich das auch mit dem DSP. Die meisten Codecs haben ein In-Codec-Pass-Through. Dementsprechend, was reinkommt, geht direkt wieder raus. Der Codec muss aber vom DSP parametrisiert werden. Was ich also tue, ist erstmal eine Verbindung in den Codec rein und vom Codec direkt wieder raus zu schaffen. Damit verifiziere ich, dass die Kommunikation zwischen Codec und DSP funktioniert. Was ich als nächstes machen möchte, ist, ich möchte die Daten in die CPU rein oder in den DSP reinbekommen. Um die Daten reinzubekommen, muss ich die Multichannel, also MacBSP, MacASP oder die I2S-Schnittstelle zum Funktionieren bringen. Die muss ich natürlich auch parametrisieren und dementsprechend gehe ich kleine Schritte von nur Codec, dann nur Codec bzw. Codec in die CPU. Dann weiß ich, okay, ich habe meine Schnittstelle schon fertig parametrisiert und sie läuft. Und dann schaue ich, dass ich das Interrupt-System zum Laufen bringe. Weil das Interrupt-System bei DSPs kann durchaus sehr verwirrend sein. Es gibt verschiedene Interrupt-Prioritäten, die je nach dem, welcher Interrupt wo, wann gefeuert wurde, entweder funktionieren oder nicht. Meistens eben nicht. Und das ist das Problem. Dementsprechend langsam aufbauen. So, das Problem, was wir bis jetzt haben, ist, wir kriegen ein Sample rein, generieren einen Interrupt, so, hey, da ist ein Sample. Was machen wir jetzt damit? Das dritte Schaubild sagt, okay, wir kopieren das einfach oder die CPU kopiert es einfach wieder raus. Das heißt, wir nehmen das Ding und kopieren es einfach wieder raus. Vorher hatten wir aber das Problem, oder habe ich es angesprochen, dass wir, wenn wir Dateien kopieren, dann haben wir das Problem, dass die CPU in der Zeit nichts machen kann. Also müssen wir das Ganze auslagern. Und dann landen wir da. Was wir im Endeffekt tun ist, wir holen uns die Daten vom ADC. Die Peripherie im DSP sagt, hey, da ist ein neues Sample. Aber als Event, nicht als Interrupt. Das heißt, die CPU kriegt davon absolut nichts mit. Die DMA nimmt sich dem Ganzen an. Die DMA sagt, oh, okay, ich nehme dieses Sample von dieser Peripherie und schiebe es in den Speicher. Inkrementiere meinen Zähler. Und es geht eben so lange, bis dieser Speicher voll ist. Der Speicher ist hier als blaue, also eine blaue Box eingezeichnet. Die zwei runden Dinger sollen Ringspeicher symbolisieren. So, und irgendwann ist dieser Speicher voll. Was machen wir dann, wenn dieser Speicher voll ist? Wir sagen, die DMA sagt der CPU, hey du, Speicher ist voll, mach mal was mit. Und da kommt unser Algorithmus ins Spiel. Dann sagt die CPU, okay, ich muss jetzt eh was berechnen, also können wir doch die ganzen Daten vom Eingangs-Sample-Puffer in den Ausgangs-Sample-Puffer schieben und dabei gleich bearbeiten. Das heißt, wir verlieren im Endeffekt keine Rechenzeit. So, jetzt haben wir die Sache, was macht die CPU in der Zwischenzeit? Wir können das einerseits statisch programmieren oder einen eigenen Scheduler aufsetzen. Das Einfachste ist allerdings, wenn wir das RTOS nehmen, das Real-Time Operating System, fast jeder DSP-Hersteller entwickelt ein Real-Time Operating System, ganz einfach, um diese ganzen Real-Time Conditions zu managen. Normalerweise macht man das so, dass die DMA einen Interrupt generiert. Dieser Interrupt ist ein Hardware-Interrupt. Was macht der Hardware-Interrupt? Der Hardware-Interrupt stoppt die CPU komplett. Die CPU springt dann zu der Codestelle, die sie im Hardware-Interrupt ausführen muss. Was machen wir da als Programmierer? Wir setzen im Endeffekt einfach nur einen Flag. So, hey, mach mal einen Software-Interrupt. Ein Software-Interrupt ist im Endeffekt ein Interrupt vom Real-Time Operating System, der in der Priorität über den Tasks liegt. Das heißt, die normalen Operationen, wie, keine Ahnung, Display updaten oder lauter leiser machen, irgendwelche Encoder abfragen, die werden über die Tasks erledigt. Und diese Software-Interrupt-Routine, da ist dann unser Algorithmus drin. Weil die Software-Interrupt-Routine wird dann sofort ausgeführt, wenn der Hardware-Interrupt durchgelaufen ist. So, jetzt wissen wir theoretisch, wie es geht. Dann haben wir noch ein paar Probleme. Und zwar, Nyquist hat damals gesagt, wir müssen immer mit der doppelten Frequenz abtasten, mit der wir maximal hören wollen. Ich habe es versucht zu umgehen, es klingt scheiße.
Es klingt extrem scheiße, weil wir haben dadurch Unterabtastung und ja, wir kriegen nicht nur Rauschen drauf, wir kriegen im Endeffekt auch noch Teile unseres Signals gespiegelt wieder auf unser Signal. Das hört sich absolut beschissen an. Dann müssen wir noch ein Trade-off finden zwischen dem Workload der CPU und dem Delay. Wir haben ja Input-Puffer. Und es ist relativ ineffizient, wenn wir die CPU jedes Sample nehmen lassen und durch unseren Filter jagen. Es ist relativ bescheiden, weil wir jedes Mal in den Interrupt springen müssen und da verlieren wir Clock-Zyklen, also oder Takt-Zyklen, weil die CPU muss Register speichern, irgendwo auf dem Stack speichern, dann muss die den Algorithmus ausführen und dann muss die Register wiederholen. Es macht also Sinn, unsere Samples als Block zu bearbeiten. Dadurch wird der Aufwand dieses Pushens auf dem Stack pushen und wieder vom Stack poppen relativ klein, im Gegensatz zu unserem Algorithmus. Da müssen wir allerdings je nach Applikation schauen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, Gitarre und wir schlagen eine Seite an. Wann wollen wir das Ergebnis hören? Möglichst sofort. So, wenn wir das Ding möglichst sofort hören wollen, müssen wir unseren Puffer klein machen. Wenn wir aber unseren Puffer klein machen, erhöhen wir die Workload der CPU, weil sie immer öfter für weniger Samples in diese Interrupt-Service-Routine springen muss. Machen wir allerdings den Puffer größer, kriegt unser Bassist oder unser Instrumentenspieler ein Problem, weil es schlägt die Seite an und er hört erstmal 10 Millisekunden nichts, wenn der Puffer zu groß ist. Normalerweise, oder wenn ihr Musik hört, ist das kein Problem. Aber wenn ihr Musik selber spielt, ist es ein Riesenproblem, wenn ihr irgendwas tut und dann 10 Millisekunden, 20 Millisekunden später kommt erst die Reaktion. Das kann sehr, sehr störend werden. Dementsprechend muss man da einen Trade-off finden. Typischerweise ist der Puffer 1024 Sample groß, 2048 Sample groß, je nachdem, welche Abtastrate man hat. Weil wenn ich mir überlege, ich habe hier jetzt 48 kHz Abtastrate und mache den Puffer 1024 Samples groß und verdoppelt die Abtastrate, dann ist der Puffer auch doppelt so schnell voll. So, jetzt hatten wir vorher noch das Problem, ja, nehmen wir eigentlich Floating Point oder Fixed Point? Heutige DSPs können eigentlich beides. Früher war das ein ganz großes Problem. Ein paar DSPs konnten nur Fixed Point, ein paar DSPs konnten nur Floating Point. Heutzutage sind die Kosten so gering, man kann eine CPU für, keine Ahnung, 10, 12 Cent als Silicon Chip, also als Silikon bestellen, als Silizium Chip, sorry. Und die packt man dann einfach nur auf seinen Chip und vergießt sie. Früher hat ein DSP, der Fixed Point konnte, 30, 40 Euro gekostet. Einer, der Floating Point konnte, hat dann so, der das gleiche in Floating Point konnte, hat dann irgendwie so 70, 80, 100, 120 Euro gekostet. So, jetzt wissen wir theoretisch alles über DSPs, was es zu wissen gibt. Die wichtigen Dinge zumindest. Wie implementieren wir das jetzt? Um zur Implementation zu gehen, wollt ihr ein bisschen was über Signale wissen? Ist es Mathe? Klar. Es sieht auch sehr scary aus, ist es aber im Endeffekt nicht. Was da steht, ist, ein Signal setzt sich aus Sinussen und Kosinussen zusammen. Wir können jedes periodische Signal, und das sind unsere Audiodaten, auch aus einem Sinus und einem Kosinus bestimmen, zusammensetzen, die jeweils mit den entsprechenden Koeffizienten gewichtet sind. So, für schnelle Signale brauchen wir dann natürlich mehr Sinusse und Kosinusse als für langsame Signale. Die Koeffizienten sehen wir hier A0, AK und BK. Das sind eben unsere Koeffizienten, die dann je nachdem, was für ein Signal wir haben, größer oder kleiner sind. Und die Summe darüber, das ist das Zeichen da vorne, die Summe darüber gibt uns dann unser eigentliches Signal an. So, wenn wir jetzt ein Signal filtern, was tun wir? Wenn wir über lineare Systeme reden, machen wir nichts anderes, und unsere Filter sind lineare Systeme, machen wir nichts anderes, als die Koeffizienten vorne verändern. Also AK machen wir ein bisschen größer, also AK1 machen wir ein bisschen größer, BK1 machen wir ein bisschen kleiner, AK2 machen wir ein bisschen kleiner und BK2 machen wir ein bisschen größer. Und dadurch verändert sich im Endeffekt unsere Signalform komplett. Es gibt
Ein Tipp von Signal, um das wir uns eigentlich gar nicht kümmern, weil das für uns keine sinnvolle Information enthält. Und das ist hier in der Summe A0. Das ist der Gleichanteil. Und jeder Musiker oder jeder, der schon mal einen Gleichanteil auf seinem Klinkenstecker hatte, weiß, wie nervig das ist, wenn man es einsteckt und dann erstmal aus den Lautsprechern ein riesiges Bumm kommt. Das heißt, das können wir getrost ignorieren. Aber es gibt zwei Typen von Signalen, die wir benötigen, um unsere Systeme zu charakterisieren. Und das ist einmal der Impuls und das andere ist der Sprung. Das sind die beiden wichtigsten, die wir haben. So, wie definiert man eine Sprungfunktion? Wir sagen einfach, hey, wir haben ein Signal oder unsere Funktion ist das Signal und das Signal ist so lange 0, bis t zu 0 wird. Und für t größer 0 geht das Signal einfach auf 1. So, das war es im Endeffekt. Das ist die Definition unserer Sprungfunktion. Damit haben wir schon mal die wichtige Hälfte abgedeckt. Jetzt gehen wir zur Impulsfunktion. Die ist ein bisschen komplizierter. Mehr Mathe, aber eigentlich auch nicht so schwer. Was wir hier tun, ist nichts anderes als, wir definieren unsere Impulsfunktion als die Summe von zwei Sprüngen. Und zwar einmal gehen wir Sprung und dann ziehen wir davon einen Sprung wieder ab. Dementsprechend haben wir nichts anderes als ein Rechteck. Was wir jetzt noch tun müssen, ist dieses Rechteck so lange zusammenquetschen, also Beta in diesem Fall kleiner und kleiner und kleiner zu machen, um zu unserem Sprung zu kommen. Wenn wir Beta allerdings kleiner und kleiner und kleiner und kleiner machen, dann wird unser Sprung höher und höher und höher und höher. Wo wir im Endeffekt landen, ist nichts anderes als ein unendlich schmales Signal, das unendlich hoch ist. Wie schaut das denn ganze Ding aus? Das ganze Ding schaut so aus. Ich habe es jetzt verschoben, weil normalerweise wäre das Signal direkt auf t gleich 0. Damit würden sich die beiden Pfeile überlagern, was nicht so toll ist. So, warum brauchen wir diesen Mist eigentlich? Wenn wir einen Impuls auf ein System geben, der Impuls ist so kurz, wirklich so kurz, dass wir ihn im Endeffekt theoretisch kaum sehen, dann antwortet das System mit einer Impulsantwort. Diese Impulsantwort charakterisiert das System komplett. Was wir also haben, ist die Impulsantwort auf einen Impuls, die das System komplett charakterisiert. Was haben wir aber, wenn wir ein digitales Signal haben? Ein digitales Signal ist nichts anderes als eine abgetastete Reihe von Impulsen. So, wenn wir hier jetzt einen Sinus haben und diesen Sinus abtasten, landen wir einfach bei einem Sinus mal Impuls um die Zeit verschoben. Also im Endeffekt Impuls, 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 Impuls und immer so weiter. Das passiert mit jedem Audiosignal, das wir abtasten. Und was machen wir jetzt einfach? Wir schieben das Signal durch unser System. Und was machen wir damit? Wir schieben im Endeffekt eine gewichtete Summe von Impulsen durch das System. Also Impuls 1 plus Impuls 2 plus Impuls 3 plus Impuls 4. Und unser System wird auf jeden Puls mit der entsprechend gewichteten Impulsantwort antworten. Das heißt, wenn wir ein kleines Signal, einen kleinen Impuls reinschieben, kriegen wir auch eine kleine Antwort dazu. Wenn wir ein großes Signal reinschieben, beziehungsweise einen großen Impuls, kriegen wir auch eine große Antwort dazu. Wenn wir das Ganze addieren, haben wir unser gefiltertes Signal. So. Die mathematische Operation dazu ist die Filterung. Das sieht wieder sehr komplex aus. Im Endeffekt ist es aber nicht komplex. Was wir hier haben, ist oben unser Signal Xn, unsere Samples. Die werden dann, wenn wir zum Beispiel das sieht aus wie das sechste Sample. Wenn wir das sechste Sample hier berechnen wollen, müssen wir das fünfte, das vierte, das dritte, fünfte, vierte und dritte Sample nehmen, mit der entsprechenden Impulsantwort multiplizieren und das alles addieren und dann haben wir das Sample, unser Ausgangssample. Jetzt sieht man auch, warum diese Multiply-Accumulate-Peripherie so wichtig ist. Was wir hier haben, ist nichts anderes als Multiplikation, Addition, Multiplikation, Addition, Multiplikation, Addition. Und das eben oft hintereinander. Und hier haben wir im Endeffekt 4 Multiplikationen und Additionen für ein Sample.
Gehen wir aufs nächste Sample, haben wir wieder 4 Multiplikationen und 4 Additionen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir diese Multiplikation und Addition relativ schnell vonstatten geht. So. Das war im Endeffekt die Faltung. Mit dieser Faltung können wir jetzt Filter oder Signale filtern. Oben steht wieder eine Summe, was aber nichts anderes ist als das, was wir gerade getan haben. Wir nehmen das Sample N. Das ist unser Signal. X von N ist unser Signal. Für das nth Sample brauchen wir das nth Sample, multiplizieren es mit dem entsprechenden Koeffizienten. Plus das n minus 1 Sample, multipliziert mit dem entsprechenden Koeffizienten. Und je nachdem, wie lang unser Filter ist, müssen wir im Endeffekt das Ganze länger aufziehen oder können es kürzer machen. Unten ist es in C nochmal geschrieben. Es ist im Endeffekt einfach nur 2 Vorschleifen. Wir iterieren die äußere Vorschleife einmal über unseren kompletten Sample-Puffer und die innere iteriert im Endeffekt über jeden Koeffizienten. Einmal. Und das ist im Endeffekt auch unser Filter. Das ist die ganze Magie der Signalverarbeitung. Naja, nicht ganz, aber einiges davon. Was wir hier aufgebaut haben, ist ein FIR-Filter. Dieser FIR-Filter ist ein ausgeschrieben Finite Impulse Response Filter. Unsere Impulsantwort ist hier endlich. Das heißt, wenn wir einen Filter aufbauen, hört unsere Impulsantwort irgendwann auf, wird zu Null. So, dementsprechend haben wir eine entsprechende Länge unseres Filters. Das ist immer stabil. FIR-Filter sind immer stabil. Warum? Wenn unsere Impulsantwort irgendwann 0 wird, addieren wir immer 0, 0, 0 auf unser Signal. Das heißt, irgendwann sind die Koeffizienten einfach 0 und dann addieren wir einfach 0 dazu. 0 mal irgendwas gibt 0. So, sie sind relativ einfach. Es sind 2 Vorschleifen. Also nicht unbedingt komplex. Es gibt welche, die haben Feedback. Dieses Feedback ist aber so speziell angelegt, dass wir immer stabile Filter haben. Was nicht so ist bei den IIR-Filtern. Die IIR-Filter, die Infinite Impulse Response, die haben eine Impulsantwort, die geht unendlich lang. Das heißt, wenn wir jetzt filtern wollten, müssen wir unendlich lange filtern, bis wir irgendwann mal das erste Sample kriegen. Ist technisch nicht möglich. Deswegen schnappen wir uns einfach einen Feedback-Loop, nehmen unsere Ergebnisse und schieben die wieder an den Eingang zurück. Ist natürlich auch mathematisch definiert. Das Problem ist, diese Filter können schwingen. Warum können diese Filter schwingen? Ganz einfach. Wenn ihr eine 1 in den Eingang schiebt und diese 1 multipliziert mit 1,5 und dieses Ergebnis wieder zurück an den Eingang schiebt und ihr multipliziert es nochmal mit 1,5, dann schwingt dieser Filter sich irgendwann auf. Dementsprechend sind diese Filter manchmal stabil, manchmal nicht stabil. Wir Ingenieure schauen, dass wir die Filter stabil hinkriegen, sonst gibt es Probleme. Zum Beispiel Systeme, die sich selber zerstören, Brücken, die sich zerstören und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir die Filter. Jetzt schauen wir nochmal, wie können wir diese Filter berechnen. Ich will euch jetzt nicht mit der Mathe quälen. Dafür gibt es MATLAB. MATLAB kennt ein FDA-Tool, das ich jetzt wieder auf einem anderen Monitor geöffnet habe. Wunderbar. Dieses FDA-Tool hilft uns, unsere Filter zu bestimmen. Nehmen wir mal an, wir spielen Bass. Unser Bass geht bis ungefähr 400 Hertz. Tragen wir hier im Passband 400 Hertz ein. Wenn ich tippen könnte, würden da auch 400 Hertz stehen. Das Passband ist im Endeffekt hier oben, da wo unser Filter dann so langsam abfallen möchte, sollte. Unsere Störung können wir auf 12.000 Hertz lassen. Kann aber auch sein, dass unsere Störung auf 15.000 Hertz liegt. Tragen wir hier 15.000 Hertz ein. Wir wollen 80 dB Attenuation. 80 dB sind eine Menge. 80 dB sind schon fast nicht mehr hörbar. Und dann klicken wir einfach auf Design Filter.
warten eine Weile, kriegen dann hier unseren Filter. Das ist im Endeffekt unsere Frequenzantwort. Unsere Frequenz oder unsere Amplitude über die Frequenz fällt langsam ab, langsam ab, langsam ab und wird irgendwann zu eben minus 80 Dezibel. Das ist das, was Sie wollten. Aber unsere Frequenz oder unser Amplitudengang hilft uns nicht unbedingt weiter. Was wir wollen, ist unsere Impulsantwort. Oh, da klicken, oh verdammt, ist das klein. Da klicken wir hier einfach auf unsere Impulsantwort und kriegen unsere Koeffizienten. Das ist im Endeffekt das System, oder diese Koeffizienten, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Koeffizienten, mit denen wir unser Signal falten müssen, um einen Filter zu realisieren, der eben hier bis 400 Hertz gut durchlässig ist und dann ab 400 Hertz anfängt abzufallen und ab 15.000 Hertz einfach nichts mehr durchlässt. So. Na, jetzt. So, damit haben wir unseren Filterkernel. Warum sind DSPs jetzt nochmal so komplex? Ihr habt es garantiert gemerkt. Es kam Mathe dazu, es kam ein bisschen Hardware dazu, es kam Software dazu. In allen drei Feldern muss man eine gewisse Ahnung haben, um wirklich im DSP-Bereich was reißen zu können. Dann hat man das Problem, Embedded Systems sind wirklich hart zu debuggen. Wenn ich ein Signal in mein DSP-Board reinschiebe und rauskommt nur Rauschen, woran liegt es jetzt? Liegt es an der DMA? Liegt es an meinem Algorithmus? Liegt es an der Matte dahinter? Habe ich irgendwo nur Mist gebaut oder habe ich irgendwo nur Samples irgendwo vergessen? Error-Messages gibt es beim Compilen, gibt es aber leider nicht im Betrieb. Und wir haben kontinuierliche Signale, was bedeutet, stoppen ist nicht. Das heißt, wir müssen weiterlaufen lassen und wir müssen halt gucken, okay, wo könnte diese Error herkommen und dann Error-Quellen nach und nach eliminieren. Zudem müssen wir noch gucken, ja, wo fangen wir eigentlich an? Fangen wir jetzt mit der Mathe an oder fangen wir mit der Software an oder wie, wo war es? Weil das eine hängt vom anderen ab und so weiter und so fort. Unsere Abtastfrequenz hängt zum Beispiel von unserer Buffergröße ab, unsere Buffergröße hängt von der Taktgeschwindigkeit der CPU ab und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir noch Codecs, die entsprechende Taktrate nicht können. Wer weiß. Das Problem ist, ich kann euch hier leider keine klaren Antworten geben, weil jedes DSP-System ist einzigartig. Wenn ich ein Design für einen Audiofilter oder wenn ich ein Audiofilter design, hat er andere Parameter, als wenn ich ein Design für zum Beispiel ein Software-Defined Radio mache. Beim einen habe ich eine relativ hohe Auflösung, beim Audio habe ich eine relativ hohe Auflösung, weil ich einen großen Dynamikbereich möchte, aber dafür eine niedrige Bitrate oder eine niedrige Samplerate. Bei einem Software-Defined Radio zum Beispiel habe ich eine geringere Auflösung, weil ich da nicht so viel Dynamik brauche, aber dafür muss ich sehr, 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 sehr viel schneller abtasten, damit ich brauchbare Signale kriege. Und im Endeffekt, hängt es wirklich davon ab, womit ich anfange, mit welchen Startparametern ich anfange. So, damit bin ich erstmal am Ende meines Vortrags. Es gibt Ressourcen, zum Beispiel dieses Buch hier. Da habe ich relativ viel gelernt, ihr könnt es euch nachher gerne mal angucken. Will keine Werbung für machen, aber es ist ein gutes Buch. Es ist meines Wissens auch frei im Netz verfügbar, könnt ihr euch runterladen. Weitere Ressourcen ist so eine Sache. Im Internet gibt es einiges dazu. Das Problem ist allerdings, die Nomenklatur ist immer anders. Manche nutzen Omega, manche nutzen S, manche nutzen P für gewisse Dinge, beziehungsweise für die gleiche Variable. Dementsprechend kann ich da auch nicht mehr empfehlen. Bücher sind generell immer gut, solange man das Buch von vorne bis hinten durchliest. Ja, es ist ein Muss, weil wenn man zwischen zwei, drei Büchern switcht, hat man eben das Problem, dass es wirklich auch wieder beim einen S heißt, beim anderen T. Und es ist nervig. So, dann habe ich mal vier Kits rausgesucht, mit denen ihr anfangen könntet. Der einfache Weg ist das EZ-DSP von Texas Instruments. Da ist ein DSP drauf, da ist ein Codec drauf. Im Endeffekt ist das eine Plug-and-Play-Lösung. Ihr steckt das Ding ein, installiert die Software. Nachdem ihr die Software installiert habt, könnt ihr direkt mit einem Filtergenerierung anfangen. Es läuft.
Dann haben wir noch den harten Weg, der ist für die Hardware-Bastler. Von Texas Instruments gibt es auch ein Launchpad, das ist ein Cortex-M4 Mikrocontroller mit einer Floating-Point-Unit. Das ist kein DSP. Der Mikrocontroller hat eine DMA, hat aber keine genauen Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler. Hat auch kein I2S, also Inter-IC-Audio oder Inter-IC-Sound. Dementsprechend müsstet ihr euch das alles selber zusammenbasteln. Ist allerdings im Preis unschlagbar günstig. Dann gibt es noch den russischen Weg, den Brute Force Weg. Wir schmeißen einfach Geld auf das Problem, zahlen 500 Euro und holen uns ein richtiges DSP Starter Kit. Dann gibt es noch den komplett günstigen Weg. Wir schauen erstmal, dass wir unsere Realtime Conditions über Bord schmeißen und unsere Filter erstmal auf MATLAB oder sonstiges implementieren und dann später auf ein DSP gehen oder auf einen normalen Mikrocontroller. So, hier wäre ich am Ende vom Vortrag. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, es sind garantiert einige Fragen, mögt ihr jetzt bitte stellen. Vielen Dank. Den Talk werde ich noch weiter ausbauen. Da ist die URL dafür, macht einfach ein Foto. Der war mal 60 Seiten lang. Habe ich gestern Abend noch schnell kürzen dürfen, müssen, wollen. Er wird wieder länger. So, Fragen? Ja. Moment, Mikro kommt. Ja, hallo. Ich kenne mich ein bisschen mit PIC 32 aus. Was ist denn der Unterschied zwischen PIC 32 und einem richtigen DSP? Die Grenzen verschwimmen in letzter Zeit. Früher gab es DSPs und Mikrocontroller. Der PIC hat garantiert auch eine DMA. Der PIC kann aber wahrscheinlich nicht die Floating-Point-Zahlen in einem oder zwei Taktzyklen multiplizieren und dann addieren. Dementsprechend dauert diese Multiplikation und Addition länger und damit dauert auch diese gesamte Filterberechnung länger. Und das ist eben der Nachteil vom PIC. Es gibt sogenannte DS-PICs, die digitale Signal-PIC-Prozessoren, die können dann wieder relativ schnell diese Multiplikation und Addition ausführen und sind dementsprechend schneller. So, weitere Fragen? Da hinten. Hi. Bei dem MATLAB-Filter, den du gezeigt hast, da hatte die Kurve hinterher nochmal so zwei Peaks jenseits den 15 Kilohertz. Was machen die? Was tun? Du kannst einen Filter bis zu einer gewissen Steigung so designen, dass diese Ripple da hinten nicht mehr vorhanden sind. Aber ab einer gewissen Steigung, also ab einem gewissen Abfall, hast du das Problem, dass du unweigerlich durch die Mathematik begründet Ripple hinten reinkriegst. Die kannst du entweder nach oben ins sogenannte Passband verschieben oder im Stoppband lassen. Wenn du die Dinge ins Passband schiebst, dann hörst du das im Endeffekt. Du versuchst natürlich, die Ripple klein zu halten. Wenn du sie ins Stoppband verschiebst, ist es im Endeffekt egal. Aber es sind halt Artefakte der Mathematik, die du da hast. Die kriegst du auch nicht weg. Also du kriegst die mit speziellen Methoden weg, aber da wird dann halt der Rechenaufwand riesig. Sie sind halt einfach da und wir müssen mit ihnen leben. So, hat noch jemand eine Frage? Gut, scheint nicht so. Dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und habt noch eine schöne GPN. Dankeschön.